Ja, heute geht es nicht nur um eine Legende, auch mein heutiger Telefongast ist eine Legende. Eloband von Ludwiger, geboren am 20.07.1937 in Stettin, studierte Physik, Chemie, Mathematik und Astronomie, war 2 Jahre an der Universität Sternwarte in Bamberg tätig und erwarb 1964 an der Universität Erlangen sein Diplom als Astrophysiker. Seither arbeitet er in der Luft- und Raumfahrtindustrie als Systemanalytiker, unter anderem gehörte er zur Startmannschaft der Europarakete Eldo 1966 in Woomera, Australien. Ende der 50er Jahre lernte er Burkhard Heim kennen und pflegte eine sehr enge Freundschaft, glaube ich, bis zu Heims Tod im Jahr 2001. Und es gibt noch eine andere Seite seines Ludwigers, nämlich 1974 wurde er zum Leiter der zentraleuropäischen Sektion des Mutual UFO Networks. Es ist eigentlich gar nicht so viel anders, muss ich sagen, aber für manche vielleicht ein Widerspruch. MUFON von CES auch genannt, und zwar in Feldkirchen-Westernham, einer privaten Vereinigung von Wissenschaftlern zur Untersuchung unidentifizierbarer Flugobjekte. Sein bisheriges Werk beinhaltet unter anderem theoretische Arbeiten zum Problem der Gravitation und zur einheitlichen Feldtheorie, Simulationsprogramme für Satelliten- und Flugkörperlenkung, Radar- und Infrarottechnik etc. Und in Anerkennung seiner langjährigen, streng wissenschaftlichen Untersuchungen der UFO-Phänomene erhielt er 1990 den Dr. A. Hedri-Preis für Exopsychologie an der Universität Bern. Auch ein sehr interessantes Gebiet. Noch nie davon gehört eigentlich, Exopsychologie. Gut, und dieser Mann ist, wie gesagt, heute bei mir zu Gast, was mich sehr freut. Wir werden jetzt anrufen. Und dann geht's hier weiter mit Ilobrand von Ludwiger, der uns über den Physiker Burkhard Heim und dessen Weltbild erzählen wird. Zu Gast Ilobrand von Ludwiger. Schönen guten Abend. Guten Abend, Herr Eduard. Sie sind gerade in Göttingen, nehme ich an? Nein, ich bin jetzt in der Nähe von München. Ah, okay. Gut. Ja, freut mich, dass diese Sendung heute zustande kommt. Ich habe von Burkhard Heim schon vor 10 Jahren das erste Mal gelesen. Ja. Fand das natürlich extrem spannend und habe die letzten 8 Jahre, kann man sagen, versucht, jemanden zu finden, mit dem ich mal eine Sendung machen kann. Und das habe ich endlich getan, wo ich mich sehr freue. Daher würde ich sagen, gehen wir gleich in Medias Res. Sie habe ich schon vorgestellt. Und ja, Burkhard Heim, wer war dieser Mann? Ja, also ich kann dazu etwas sagen, weil ich ihn 41 Jahre lang gekannt habe, habe ich jetzt festgestellt. Und zwar seit 57, da bin ich ihm das erste Mal begegnet, unter einer sehr merkwürdigen Voraussetzung, denn man hat mich auf dieser Tagung, die in Frankfurt stattgefunden hatte, im November 57, im Anschluss an seinen Vortrag verhaftet.
Und okay. So kam das sehr merkwürdig zustande. Und zwar hat man damals gedacht, ich wäre ein Agent und würde mich für die Theorie so interessieren. Was ich gemacht habe, war, dass ich zu dem Veranstalter gegangen war und gefragt habe, ob ich das Tonband kriegen könnte. Ich habe den Vortrag nämlich nicht verstanden. Mir ging so wie allen anderen Anwesenden, das waren ja Techniker und Ingenieure damals, die auf der Raumfahrttagung auch Heims Vortrag gehört hatten. Niemand hat was verstanden. Das war ja schwere theoretische Physik. Und da habe ich dann gemerkt, man darf sich nicht zu sehr interessieren für diese Dinge. Naja, es hat sich nachher aufgeklärt. Ein anderer hat nämlich das Tonband versucht, nach Amerika zu schleusen. Naja, und so kam ich also mit ihm in Verbindung. Er hat gesagt, na kommen Sie doch zu mir, dann erzähle ich Ihnen mal die ganze Geschichte. Und dann habe ich ihn da persönlich kennengelernt in Göttingen. Ja, was für ein Angebot. Ja. Also das kann man doch kaum ausschlagen. Das ist dann nachher eine Freundschaft geworden. Ja, und Sie waren damals... Ich war noch Student, ich hatte noch in Hamburg studiert. Und hatte bloß vorher, also 1954 schon von ihm in einer illustrierten Zeitung gelesen. Und zwar darüber, dass er, der Burkhard Heim, einen neuen Raumfahrtantrieb entwickelt oder vorgeschlagen hatte. Und zwar einen Feldantrieb, dass man also nicht mit Raumschiffen, mit chemischen Treibstoffen interstellare Reisen machen könnte, sondern wenn man interstellare, also zwischen den Sternen fliegen sollte, man eigentlich einen Feldantrieb bräuchte. Und damit ist er 1952 in Stuttgart auf der Internationalen Astronautischen Tagung bekannt geworden. Er war aber damals noch Student und durfte deswegen darüber nicht publizieren. Das hätten seine Professoren dann ihm übel genommen. Und also da habe ich nun also in dieser Illustrierten etwas von ihm gelesen und war da ganz begeistert, denn zur gleichen Zeit hatte ich das Buch Der Weltraum rückt uns näher von Major Kehoe gelesen, wo zum ersten Mal über fliegende Untertassen berichtet wurde. Und die Dinge, die, was man heute UFOs nennt, hätten sich ja so, wie stand in diesem Buch drin, so bewegt wie der Burkhard Heim mit seiner Raumschiffversion auch fliegen wollte. Er sagte, mein Raumschiff müsste schweben können, es müsste unabhängig sein vom Vakuum oder von Luft und könnte beliebig schnell beschleunigen und so weiter. Und da habe ich gedacht, das passt ja irgendwo zusammen und war deswegen Feuer und Flamme. Denn in meiner Familie waren wir alle etwas Raumfahrt begeistert. Mein Vater hatte den Schlüssel zum Weltraum, wie er immer sagte. Er war nämlich eigentlich als Physiker, Dr. Herbert von Ludwiger, 1933 zum Raketenflugplatz Berlin-Reinickendorf gekommen und war da einziger Theoretiker. Unter den vielen anderen, da ist Werner von Braun rumgelaufen, als 18-Jähriger hat er Sauerstoffflaschen getragen und Rudolf Nebel hat das Ganze geleitet und Hermann Obert war ein guter Bekannter von meinem Vater. Mein Vater ist schon 1938 gestorben, deswegen ist er nicht nachher in Peenemünde gewesen, was wahrscheinlich dann der Fall gewesen wäre, wenn er noch weiter gelebt hätte. Aber so hatte ich die ganzen Bücher schon und das ganze Interesse geerbt an Raumfahrt. Ja, unglaublich, also lauter illustre Namen. Aber wenn Sie jetzt sagen, ein Feldantrieb, dann sind wir eh schon dann in medias res quasi, denn das, soweit ich das jetzt gelesen habe, passiert, indem Photonen in Gravitonen umgewandelt werden, werden sollen, was natürlich jetzt für einen Nicht-Physiker völlig unverständlich und abstrakt klingt. Daher fangen wir vielleicht einmal von vorne an. Also Burkhard Heim war ja durch einen Unfall schwerst behindert. Ja. Also er hat 1944 hatte einen Laborunfall und verlor dabei, glaube ich, praktisch sein Gehör. Beide Hände, ja. 90% des Sehvermögens und fast das ganze Gehör. Man hat es ihm später wiedergeben können. Da hat man künstlich Hammer-Amboss-Steigbügel wieder eingebaut, aber zwischendurch war er mal ganz gehörlos. Also es war schon eine schlimme Geschichte damals. Ausgerechnet an dem Tag ist, als er in der
chemisch-technischen Reichsanstalt in Berlin diesen Unfall hatte. Mit 19 Jahren ist ein Arzt da gewesen, der hat ihn notdürftig zusammengeflickt, sonst hätte er sicher nicht überlebt. Es war ja im Mai 1944. Und kurze Zeit darauf musste er auch noch um sein Leben fürchten, weil es Bombenangriffe gab. Potsdam wurde schwer bombardiert und also das kam alles noch dazu. Okay, aber er hat es überstanden und hat und dann eigentlich eine Karriere, kann man gar nicht so sagen, aber ein Leben begonnen, das meiner Meinung nach völlig beispiellos ist. Und vielleicht gehen wir jetzt in die Dinge, mit denen er sich beschäftigt hat. Ja. Also ist bekannt als Heimsche Theorie. Es gibt auch einen Link auf den Arbeitskreis Heimsche Theorie, den Sie, nehme ich an, mit anderen betreiben, wo Sie einfach versuchen, dieses enorme Werk aufzuarbeiten, das ja, also es ja, geht was ja... Was natürlich sehr schwierig ist, ja, wenn es so viel ist von einem Mann, der viel gearbeitet hat. Manchmal hat er 48 Stunden hintereinander an der Tafel dann mit seiner Starrbrille gearbeitet und die Arme, da hat er sich ja Spaltenarme machen lassen, die haben dann ein verlängertes Kreidestück getragen und da hat er gearbeitet. Der hatte eine Energie, die kaum bei einem anderen zu finden ist. Ja. Vergleichbar mit dem Stephen Hawking etwa. Man sieht übrigens ein Foto am Ankünder, da sieht man also auch diese Spaltarme, die Sie erwähnen. Ja. Und er hält auch das Modell dieses eiförmigen Raumschiffs, was mich besonders gefreut hat, in Händen und daneben seine Frau Gerda, glaube ich, heißt sie. Ja, Gerda Heim. Die hat Gerda, genau. 1950 geheiratet, eine ehemalige Opernsängerin, ja. Genau, und also in den 50ern war seine Theorie offensichtlich schon recht weit fortgeschritten. Naja, es ist ja so, er hatte 1949 erst angefangen, Physik, Mathematik und Astronomie zu studieren. Naja, bevor Chemie, also alles mit seinem Vater, der ihm Augen, Ohren und Hände bereitstellte und er stellte dafür sein Gedächtnis zur Verfügung. So haben die beide zusammengearbeitet. Er hatte ein unglaublich gutes Gedächtnis, fast ein absolutes Gedächtnis, konnte sich alle Formeln merken, auch die Seiten, auf denen diese Formeln standen, und das hat ihm geholfen. Aber als Student hat er viele Operationen noch mitmachen müssen, deswegen war sein Studium immer so ein bisschen schwierig. Er hat manchmal die Vorlesungen besucht und dann musste er wieder zurück, Augenoperation oder Armoperation, Ohroperation. Und während dieser schwierigen Zeiten und der furchtbaren Schmerzen, die er hatte, da hat er versucht, da die allgemeine Relativitätstheorie Einsteins nochmal gründlich zu lernen. Und das hat ja auch dann sein Lehrer Karl Friedrich von Weizsäcker, bei dem er später beim Max-Planck-Institut in Göttingen gearbeitet hatte, ihm schon sehr früh bescheinigt, 1952. Der hat da ans Versorgungsamt in Hildesheim geschrieben, die ihm sein Studium bezahlten, dass Herr Burkhard Heim sehr gründliche Kenntnisse in der allgemeinen Relativitätstheorie bei dem Nobelpreisträger Max von Laue erworben hatte und bei ihm auch, bis hin zu der einheitlichen Feldtheorie, die gerade damals erschienen ist. Kaum einer der Physiker hat es verstanden. Da hat sich Heim schon mit beschäftigt und wusste, warum dieser Ansatz vom Einstein nicht zielführend ist. Ja, aber das war 1953 und drei Jahre, nachdem er überhaupt begonnen hat. Ja. Okay, und also 1954, an dem Tag, als er begonnen hatte, im Max-Planck-Institut für Physik in Göttingen seine Diplomarbeit vom Weiß.